Hallo, ihr Lieben. Ich gehe schnell gucken, ob das alles klappt hier gerade. Ob ich live bin, ob ich zu sehen und zu hören bin. Moment, Moment. Ich kann dich gerade im Moment noch nicht sehen und noch nicht hören. Irgendetwas ist hier am Laden. Da bin ich. Okay. Share to a page. Ich will das unbedingt noch in meinem Soul Freedom Tribe teilen, weil das eigentlich ein Video für meinen Soul Freedom Tribe ist. Aber ich dachte, ich möchte das gleich verbinden mit einem öffentlichen Video, Post. Genau. Okay, ich glaube, ich hoffe, das hat geklappt. Ich sehe, jemand ist live. Kannst du mir die da oder der da live ist, schnell ein Zeichen geben, ob du mich gut hören und sehen kannst, damit ich ja, da ich irgendwie gegen eine Wand spreche, bin ich immer sehr dankbar. Gib mir ein Like oder schreib da was rein, dass du mich hören oder sehen kannst. Da wäre ich sehr dankbar, weil ich kann nicht sehen, weil ich auf meinem Computer bin, wer live ist. Ja. Ich sehe im Moment noch nichts. Doch, zwei Kommentare, aber ich kann sie nicht sehen. Ja, ich sehe euch. Jetzt sehe ich's. Britta, hallo und Bettina, halli, hallo. Schön, dass ihr da seid. So, endlich melde ich mich wieder aus der Versenkung. Ich war wirklich ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich habe mich wirklich ein bisschen von der ganzen Online-Welt, nicht, dass ich total weg war, aber ich war wirklich nur noch dann online, wenn ich gerade Lust dazu hatte. Und ich möchte euch jetzt von Herzen einfach erstmal ein gutes neues Jahr wünschen. Einfach das Beste für dein persönliches 2018 mit vielen Momenten des Glücks, des Erfolgs, der Liebe, der inneren Sicherheit, mit dem Gefühl deiner Heldin unterwegs zu sein. Einfach das Allerbeste für dich wünsche ich mir von Herzen. Moment, ich muss da schnell noch was zumachen. Hier. So. Also. Ich habe gerade meinen Soul Freedom Tribe. Falls du jetzt gerade nicht im Soul Freedom Tribe bist und das guckst, dann bist du von Herzen dazu eingeladen, unsere Community, Online-Community zu beehren. Es ist kostenlos. Es war früher mal, ich sage von dem, hat man dafür bezahlt, dass man Mitglied war. Jetzt ist es kostenlos. Es ist eine offene Gruppe. Also es ist eine geschlossene Gruppe, aber für jeden zugänglich, der Interesse hat, selbstverständlich für sich in seinem Sein zu wachsen und auf seinem Weg der Heldin oder seinem Weg des Helden unterwegs zu sein. Ah, es ist super. Ich bin froh, dass ihr mich alle seht. So, genau. Also, sorry, ich habe vorhin gerade, ich habe mich irgendwie Drogen genommen. Ich bin damit die ganze Zeit meinen Zähnen beschäftigt. Ich habe gerade vorhin noch irgendwie, was habe ich gegessen? Noch ein Rest Curry. Deswegen bin ich noch mit meinen Zähnen beschäftigt. Genau. Aber heute will ich nicht über meine Zähne mit euch sprechen, sondern ich will mit euch über eines der Geheimrezepte meines Lebens plaudern. Und es ist eben ja nicht wirklich, wie ich gerade geschrieben habe, es ist nicht wirklich ein Geheimnis, denn wir kennen es alle, die das nicht so wirklich geheime Rezept, den Fokus, den wir alle haben. Und ich frage dich jetzt, wo hast du im Moment gerade deinen Fokus in deinem Leben? Und wir kennen das ja alle, zum Beispiel, wenn meine Stieftochter ihre Hausaufgaben macht, sehen wir sehr klar und sehr schnell, ob ihr Fokus wirklich auf den Hausaufgaben liegt oder ob sie sich irgendwo was anderes anguckt oder irgendwas am Zeichnen ist oder keine Ahnung, aus dem Fenster guckt. Oder wenn wir irgendwann ich einen Blogartikel schreiben möchte, dann merke ich auch schon, ob ich meinen Fokus wirklich auf meine Arbeit habe oder ob ich dann noch nebenher Social Media irgendwas mache, noch hier ein bisschen mit Facebook rumsurfe. Ich kann das sehr schnell sehen, ob ich vorwärts komme, ob ich wirklich produktiv an der Arbeit bin oder ob ich eben meine Aufmerksamkeit teile. Und Energy goes, nee, Attention goes, no, Energy goes where attention, no, Energy flows where attention goes. Das hätte ich üben sollen vorher. Also die Energie geht dahin, wo mein Fokus hingeht. Und deswegen, wenn ich irgendwie drei Dinge gleichzeitig durch. Ich weiß gerade, wir Frauen, wir sind ja meistens super stark im Multitasken, aber das Problem ist einfach, dass sich dann unser Fokus teilt. Das ist ein Ding des Fokuses. Aber das andere Ding des Fokuses, und das hat uns eigentlich unser Le Überleben gesichert, bis anhin, also bis anhin im Sinne von früher, als wir noch irgendwo im Steinzeitalter gelebt haben, dass wir eben unseren Fokus immer oder meistens darauf legen, was negativ ist. Es ist total normal, es ist wirklich super menschlich, halt früher eben, wenn du den Fokus nicht aufs, zum Beispiel auf das Rascheln im Gebüsch da hinter dir gelegt hast, dann könnte es sein, dass du vom Säbelzahntiger aufgefressen wirst, wenn du nicht darauf reagiert hast. Also wir sind konstant eigentlich darauf fokussiert, ja, was läuft gerade nicht gut in unserem Leben. Und das frisst unendlich viel Energie.
Und wenn du dich ein bisschen auskennst mit dem Law of Attraction, mit dem Gesetz der Anziehung, dann weißt du, dass eben genau dahin, wo du deine Aufmerksamkeit gibst, wo du Energie hingibst, dass da noch mehr davon kommt. Denn so wie du dich fühlst, davon kommt noch mehr. Und ich bin wirklich, wenn ich das sage, ich bin Expertin darin im Sinne von, dass ich mich in Gefühlen verlieren konnte. Wie ihr ja wisst, ich bin Schauspielerin, ich liebe Gefühle. Ich war Miss Emotion. Man könnte es wirklich so sagen. Ich liebe einfach Gefühle. Ich liebe es, in anderen Menschen Gefühlen auszulösen. Ich liebe Gefühle selbst zu fühlen. Ich liebe es, ja, in Geschichten einzutauchen. Alles, was mit Gefühlen zu tun hat, dafür lebe ich. Und schlussendlich sind es ja auch immer Gefühle, warum wir Dinge erreichen wollen. Zum Beispiel, wenn du ein Ziel hast, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du wirst das und das große Auto fahren, dann hat es ja einen Sinn, weil du dich irgendwie fühlen möchtest. Also, du denkst, dass du dich, wenn du dieses Auto hast, irgendwie reicher fühlen wirst oder dass du dich irgendwie selbstbewusster fühlen wirst oder mehr frei fühlen wirst. Es hat immer mit Gefühlen zu tun. Und deswegen, ich war mir dessen schon immer sehr bewusst, dass Gefühle eine unglaubliche Kraft haben, aber eben mein Problem war, dass ich mich nicht wirklich gelernt hatte, von meinen Gefühlen zu distanz, also zu, wie sagt man, separieren, also im Sinne von, dass ich Gefühle habe und nicht, dass ich Gefühle bin. Ich habe mich total identifiziert mit deinen Gefühlen. Und wenn ich dann irgendwie scheiße oder Depro drauf war, dann war ich scheiße und Depro. Also ich war das. Ich habe das vollkommen verinnerlicht. Ich war das. Und deswegen hat es sich wirklich für mich eine Zeit lang gebraucht, um zu lernen, hey, ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe Gefühle, wie Wellen, die kommen und die gehen wieder. Und auch Dinge in meinem Leben, die sind nicht von Bestand. Wenn etwas passiert in meinem Leben, das bleibt nicht einfach immer so. Die Dinge verändern sich und zwar konstant. Konstant. Und ich war dann eben, mein früheres oder jüngeres Ich, das hat sich dann Tage, Monate lang, wenn es sein musste, in diesen Gefühlen gewälzt, die ich dann hatte, in diesem Schmerz. Ich habe mich wirklich da rein, ich habe mich darin vergraben in diesen Gefühlen. Und ich habe es auch nicht anders gekannt. Das war einfach so, wie man das macht. Oder weil ich eben so emotional bin, dachte ich, das ist, wie man es macht. Aber der Punkt ist, wenn du dann eben diesen Fokus auf all diese Negativität bringst, dann kommt einfach immer mehr von dieser Negativität in dein Leben. Wie ein Maler, wenn du dir vorstellst, ein Maler, der ein Bild malt, der ist ganz nah an seinem Bild dran, um sein Detail zu malen, aber plötzlich sieht er nur noch diesen kleinen Ausschnitt seines Lebens, weil er ganz, ganz nah dran ist. Und er verliert wie plötzlich das ganze Bild aus den Augen. Und du, das ist genau wie im Leben, wir müssen mal einen Schritt zurück machen, um wieder das ganze Bild zu sehen. Sagen, hey, aber mein Leben ist nicht nur Scheiße. Das Problem ist nicht nur, das ist nicht nur ein dickes, fettes Problem im Raum, sondern es sind noch ganz viele andere Dinge in meinem Leben, die super laufen, wo es grandios geht. Und dann eben auch zu entscheiden, hey, und ich lege meinen Fokus auf genau die Dinge, die toll laufen. Das heißt nicht, dass ich das Problem ignoriere oder unterdrücke oder, also alle, die mich ja kennen, ihr wisst, ich liebe Schattenarbeit. Ich liebe es, diese Dinge anzuschauen und zu bearbeiten und zu transformieren. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht das ganze Bild aus den Augen verlieren. Ich kann euch ein Beispiel sagen, was sehr, sehr präsent aus meinem Leben ist. Ich habe nämlich auch diesen Morgen schon ein paar Tränen geweint. Ich hatte wirklich eine Totalkrise wieder einmal. Und es geht um meinen Hund. Und ich würde jetzt alle, die Hunde haben oder denken, dass sie irgendwie besser wissen, dass für meinen Hund das Beste ist, bitte, 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 ich möchte hier nicht eine Grundsatzdiskussion über Hundehaltung führen oder was jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe da meine Ansprechperson und professionelle Ansprechperson. Ich kenne das aus Vergangenheit, deswegen sage ich jetzt gleich. Aber ich möchte einfach den Menschen, die es interessiert, was ich meine, erzählen mit meinem Hund, die da gerade liegt neben mir. Mein Hund hat ein totales Problem mit Bass. Und zwar ein Riesenproblem. Seit ich hier eingezogen bin, findet sie ihn einfach total scheiße. Also nicht, sie hat wie totale Angstzustände in seiner Gegenwart. Und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Es kann sein, dass es aus ihrer, sie ist ja ein Straßenhund, dass es aus ihrer Vergangenheit ist. Ich hatte mit einer Tierkommunikatorin Kontakt, mit einer Homöopathin. Ich habe jetzt einen Verhaltenstherapeuten angeschrieben, weil ich wirklich mit meinem Latein zu Ende bin, weil sie sich total wirklich, sie hat einfach Angst, wenn er kommt, dann steht sie auf, geht weg und er hat nichts gemacht. Er gibt sich so viel Mühe, mit diesem Hund Zeit zu verbringen, mit ihr zu spielen, aber es wird einfach immer nur schlimmer. Gut. Auf alle Fälle, gestern Abend hat sich dann eskaliert und sie hat ihn schon früher mal geschnappt, aber gestern Abend er hat sie nur, also sie ging freiwillig zu ihm, er hat sie gestreichelt und plötzlich im Streicheln drin quietscht sie laut los und also hat nichts anderes gemacht und hat ihn gebissen und zwar blutig gebissen. Und das ist für mich so eine Grenze, wo ich wirklich dachte, Scheiße, was mache ich jetzt? Es ist mein Hund, es tut mir super leid für den Hund, es tut mir super leid für meinen Freund.
Ja, und für ihn ist es auch, natürlich auch scheiße, in einem Haus zu leben, wo, ja, der eigene Hund dich beißt, ne? Und früher war das irgendwie kein Problem, eben erst seit ich hier eingezogen bin. Und hat natürlich bestimmt ihre Vergangenheit zu tun, hat bestimmt auch damit zu tun, dass es viele Veränderungen waren und dass er ein Mann ist. Mit Männern ist immer sowieso ein schwieriges Thema, oft bei Hunden, nicht immer natürlich, aber oft. Und auch Eifersucht kann auch sein, dass sie ja vorher, dass sie mich die ganze Zeit rund um die Uhr meine ungeteilte Aufmerksamkeit, jetzt natürlich nicht mehr. Hat viele Gründe, aber die sind daran. Aber eben, mein Fokus war wirklich nur noch auf dem Problem. Scheiße, was mache ich, was tue ich? Muss ich den Hund jetzt doch weggeben? Wohin gebe ich sie weg? Das fühlt sich so falsch an. Ich bin total in das Problem eingetaucht. Im Sinne von, ich bin total schlechte Hundemutter und ich habe sie nicht richtig. Ich war so beschäftigt mit meinen eigenen Problemen, dass ich nicht für sie da war. Und ja, ich ging total down the street of Bloom, Self-Blame, von Selbstbestrafung, von du bist schuld, du hast es nicht gut gemacht und so weiter und so fort. Und ich war wirklich nur noch so in diesem Drama drin. Und ja, ich konnte gar nichts mehr anderes sehen. Also ich war wie so ein Scheukla wie so ein Pferd mit Scheuklappen war ich um dieses Hundsproblem. Und ich habe natürlich mich dann eben mit anderen Menschen ausgetauscht, mit Leuten, die sich auskennen, was ich tun kann, was machen, was der nächste Schritt sein könnte. Und plötzlich, also ich habe dann mit Bas gesprochen, ich habe auch noch meine Freundin angerufen oder angeschrieben. Und irgendwann mal im Gespräch, Gott sei Dank habe ich jetzt dieses Bewusstsein, habe ich dann gedacht, Moment, wo bin ich gerade? Ich war mit dem Kopf voll im Problem drin. Wirklich mit meinem ganzen Sein stecke ich ein Problem drin. Und dann wirklich so einen bewussten Schritt, diesen Malerschritt zurückzumachen und sagen, hey, Moment. Also es ist ja nicht nur alles Problem. Ich meine, der Hund hat ja auch noch ganz viel Tolles. Und ich bin nicht sauer auf sie. Ich verstehe das einfach, ich verstehe Verhalten nicht, aber ich bin nicht böse auf sie. Aber einfach, sie ist ja immer noch ein toller Hund. Und ich habe einen tollen Freund und ich habe ein tolles Leben und alles andere läuft ja toll. Und einfach diese ganze Perspektive wieder zu sehen, hey, und es gibt Lösungen und wir können gemeinsam eine Lösung finden, wenn ich mich dafür öffne und wenn ich die Leichtigkeit auch wieder einlade und einlade, dass eben die Lösung zu mir finden kann, dass eben mein Hund nicht kaputt ist, das weiß ich ja, aber immer in dem Moment denke ich, alles ist einfach nur noch schwarz, weil ich denke, oh, ich muss meinen geliebten Hund weggeben und überhaupt und sowieso geht gar nicht und ich weiß nicht und überhaupt. Und eben zu diesen Schritt bewusst zurückzumachen und zu sagen, hey, wo will ich hin? Wie fühlt es sich an, wenn der Hund sich wieder wohlfühlt in unserer Familie? Was, Entschuldigung, was muss, also was, wer bin ich in dieser neuen Situation, wenn der Hund sein, das, also wenn das Problem ist ja nicht nur ihr Problem, ist ja unser aller Problem. Wenn das Thema, wenn wir das angegangen haben, wenn wir das lösen konnten, wie fühlt sich das an, wenn wir wieder wirklich so diese Einheit sind und wenn diese Verbindung zwischen Bas und dem Hund auch wieder gut ist und sie sich wieder freut, wenn sie ihn sieht, wie es früher einmal war. Wie fühlt sich das an? Und hey, das ist wie eine neue Welt, die aufgeht. Plötzlich ist einfach diese Hoffnungslosigkeit geht weg und diese neuen Möglichkeiten kommen rein. Und man merkt, hey, es gibt immer Lösungen, es gibt immer Möglichkeiten. Und dann fühle ich wieder, wie das Licht rein, die Leichtigkeit reinkommen kann. Und ich merke, dass die Lösung auch so zu mir kommen kann. Also so kann die Lösung nicht zu mir kommen. Wenn ich so im Problem stecke, kann die Lösung einfach nicht kommen. Und erst dann, wenn ich mich hingebe, einfach mal entspanne und sage, okay, was haben wir? Das, 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 das. Okay, das, 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 das. Ich spreche mit Menschen, habe wieder neue Lösungsinputs und so weiter. Und dann kannst du neue Lösungen finden. Und ich denke, wir alle kennen das. Ich habe tausend Beispiele. Also ich kann dir schon von letzter Woche bestimmt vier oder fünf sagen, wo ich so im ersten Moment blub und dann war, nee, Moment, wieder aufmachen. Und eben nicht in diesem Problem mein, diesem Problemfokus zu bleiben, sondern wieder mich für die Lösungen zu öffnen. Und das braucht wirklich ein Entspannen und ein wirkliches Zurückstehen, um das ganze Bild zu sehen. Und zu sehen, ah, okay, das Leben ist ja nicht nur schwarz, sondern es ist ja nicht alles nur tragisch und hey, das läuft ja gut und hier ist ja toll und überhaupt. Und ich weiß, es gibt Situationen, wo es schwierig ist. Zum Beispiel auch letzte Woche auch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte einen super tiefen Blutdruck. Und das heißt bei mir, wenn ich tiefen Blutdruck habe, ich hatte früher ganz schlimme Migräne mit Aura. Das kann ich dann in einer anderen Geschichte erzählen, weil ich habe allen versprochen in meinem Soul Freedom Track, dass ich mehr Live-Videos machen werde in nächster Zeit, was ich sehr gerne mache mit sehr vielen Geschichten aus meinem Leben.
Ich hatte so Migräne mit Aura im Sinne von, ich hatte mit Lähmungen, also ich habe meine ganze linke Seite nicht mehr gespürt, ich konnte Dinge nicht mehr benennen, weil ich das nicht mehr wusste. Also ich wusste nicht mehr, wie das Ding hier heißt oder was ein Stuhl ist. Also ich wusste, dass ein Stuhl ist, aber nicht mehr, wie es heißt. Plötzlich konnte ich nicht mal mehr sprechen, weil ich nicht mehr wusste, wie man, ja, wie man diese Vokale und Konsonanten bildet in meinem Mund. Also es war ganz krass, also wirklich ganz krasse Sache. Und daraus hat sich dann eine Panik entwickelt und ja, ich habe wirklich eine riesen Geschichte hinter mir. Und weil ich eben diesen tiefen Blutdruck habe, wird all diese Geschichte wieder getriggert. Und dann habe ich auch wieder irgendwie Angst, dass ich wieder die Kontrolle verlieren könnte und so weiter. Jetzt habe ich die Wahl. Und ich hatte auch keinen Antrieb, wirklich zu arbeiten. Ich konnte mich nicht fokussieren. Alles war irgendwie zu viel. Ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Aber eben, ich hatte die Wahl. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in dieses Drama rein von, oh mein Gott, es geht mir so schlecht und ich werde nie wieder gut und was auch immer. Oder kann ich eben einen Schritt zurück machen und sagen, hey, das ist im Moment jetzt so. Ich ergebe mich dem. Ich ergebe mich dem, was jetzt gerade ist. Ich habe einen tiefen Blutdruck. Ich kann Dinge dafür machen, dass er weg, im Sinne von eben, dass ich regelmäßig esse und so weiter. Es gibt Dinge, ich habe Leute gefragt, die sich damit auskennen. Ich habe ja mich auch sehr mit Anthony William, für die, die ihn nicht kennen, bitte, bitte, bitte checkt ihn aus. Es ist so wichtig, Information. Anthony William, medicalmedium.com, ist großartig. Die Bücher gibt es auch in Deutsch von Anthony William. Ich sag's nochmal. Und ich habe mich da mit Communities ausgetauscht, was ich machen kann und so weiter. Aber eben, es hat erst dann wieder gefunktioniert, wenn ich rauskomme aus diesem, es muss jetzt weg sein, dieses Problem, oder es ist jetzt alles nur noch schwarz und es ist jetzt irgendwie nur noch, erst wenn das weg ist, geht mein Leben weiter, sondern eben wieder, Moment, mein ganzes Leben. Ganz viel geht toll. Ich fühle mich jetzt einfach nicht so gut. Ich gebe mich dem hin, was kann ich jetzt machen, damit ich mich besser fühle? Was kann ich jetzt machen, dass ich mich besser fühle? Und ganz oft hat es damit zu tun, dass wir das Problem einfach mal in die offenen Hände legen, ohne es irgendwie so festzuhalten. Das funktioniert mit bei nichts, dass wir es so festhalten. Weder beim Glück, noch beim Partner, noch beim Problem nicht mal. Es funktioniert bei nichts. Es wird einfach immer nur, es kann einfach irgendwie nicht gut kommen, wenn wir diese Haltung haben. Erst wenn wir offen sind, können die Dinge wieder ins Fließen geraten und können wirklich auch eben Lösungen zu uns kommen. Genau. Gibt es Fragen zu dem, was ich hier erzähle? Oder hast du ein Beispiel, wo du sagst, ja, das habe ich, das kenne ich sehr gut? Oder das, ja, ist auch was, das mir immer wieder passiert, dass ich mich irgendwie in Problemen verliere? Oder, weil ich denke, wir kennen es schlussendlich alle. Und ich meine, ich beschäftige mich so viel damit. Ich, wie gesagt, früher war ich so schlimm, ich war über Monate in einem Problem drin. Über Monate. Meistens geht es bei mir jetzt ziemlich viel schneller. Dass ich es, wenn es sowas wie mein Hund ist, zum Beispiel einen halben Tag, wo ich denke, okay, Moment, es sind noch, also, das heißt ja nicht, dass das Problem weg ist. Das ist nicht, was ich mal, also, das habe ich auch schon gesagt, es geht nicht darum, das Problem zu ignorieren, sondern zu sagen, okay, hey, hier ist das Problem, aber hier ist auch noch ganz viel anderes. Das ist so ein bisschen wie, wenn du auf dem Berg stehst und da hat es eine dicke, große Tanne da, die dir die Aussicht versperrt und du stellst dich genau vor diese Tanne und beklagst dich dann, dass du keine, dass du nichts siehst. Und dann sagst du, ja, okay, du könntest dich vielleicht auch mal dahin stellen, da ist die Tanne zwar immer noch da, aber du hast die ganze Aussicht gleich. Und das ist eben unsere Verantwortung. Wo stehst du? Wo geht deine Energie hin? Wo kannst du dich wieder zurückholen aus diesem Scheuklappen-Ding? Denn das Leben ist so viel mehr. Das Leben ist so viel mehr. Und das kann ich auch wieder sagen, wenn du ein Geschäftsmensch bist, der sein Business hat oder sich immer gestresst fühlt, ist auch so ein typisches Beispiel. Ich bin immer gestresst und ich habe so viel auf meinem Teller und ich habe nie Zeit und zu sagen, hey, Moment, wo ist dein Fokus? Du hast dein Fokus ist immer auf, ich habe nie Zeit. Ja, wovon kriegst du mehr? Ich habe nie Zeit. Tja. Anstatt du sagst, wo kann ich mir Zeit rausnehmen? Wo habe ich ganz viel, also wenn du kein Geld hast, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. So, ja, wo bist du denn reich in deinem Leben? Zum Beispiel hast du eine liebevolle Familie, dann ist das vielleicht ein Reichtum. Oder hast du ein Dach über dem Kopf, dann ist das dein Reichtum. Und wenn du mehr diese Energie der Dankbarkeit auch auf die Dinge legen kannst, die du hast, ich kann dir sagen, das kann dein Leben sowas von transformieren. Sowas von. Genau. Okay, jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten gesprochen. Ich denke, ich runde dieses Video jetzt mal ab. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir noch ein Zeichen, wenn du noch nicht im Soul Freedom Tribe bist und noch gerne weitere Geschichten hören möchtest, auch aus meinem Leben. Eben über zum Beispiel diese Migränengeschichte oder ganz viele andere Dinge. Ja, ich habe noch ganz viele andere Geschichten, die ich mir, ja, die ich bestimmt inspirieren kann oder eben auch andere Dinge, die dich vielleicht auf deinem Heldenweg weiterbringen können. Dann bist, sagst du, ich kann nicht mehr Deutsch sprechen, dann bist du von Herzen dabei willkommen.
Ich werde den Link noch posten irgendwo in diesen Kommentaren da. Und ja, ich freue mich von dir zu lesen, wirklich, wenn du auch den Mut hast, mit mir zu teilen, was dich gerade beschäftigt in dieser Hinsicht, wo du merkst, oh, da stecke ich irgendwie fest, da komme ich nicht weiter. Oder auch grundsätzlich, wenn du Fragen an mich hast, das ist jetzt die Zeit, wo du mir wieder Fragen stellen kannst. Eben in der Gruppe wird regelmäßig auch die Fragen von mir beantwortet. Ich werde jetzt mehr Videos wieder machen. Und ja, das ist es jetzt von meiner Seite. Ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Tag, wo du dich fragst und bewusst deinen Fokus auf die Dinge legst, von denen du mehr möchtest. Nicht indem du das andere ignorierst, aber indem du das andere auch siehst und wertschätzt. Und mit dieser Balance wird sich dein Leben wirklich total transformieren, wenn du das nicht schon gemacht hast. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.